Weltpremiere heute am 19. Mai. Ja, der neue Hyundai Bayon, natürlich mit 5-Jahres-Garantie, eine echte Weltpremiere. Und eins kann ich euch sagen, es steht leider noch nicht zum Verkauf, weil das Fahrzeug noch kein COC hat. Aber wir können Ihnen trotzdem mal zeigen, was also extrem Neues ist, das Heck. Und ich denke, so ein Heck hat Hyundai noch nicht gesehen. So, das ist so plus minus so das alte Design, was da ist, kennt man. Und das ist das neue Design vom Bayon. Extrem aufgeräumt, sehr klare Strukturen, gar nicht verspielt. Also ich denke, es ist echt eine Weiterentwicklung vom Kona, so kann man sagen. Und ja, ein absoluter Hingucker. Hyundai hat ja viele Dinge jetzt in letzter Zeit entwickelt, die so außergewöhnlich sind, dass sie im Straßenverkehr wirklich auffallen. Dazu gehört der neue Bayon. Da steht er. So, und hier ist Thomas Jakobs. Grüß dich, Thomas. Grüß dich, Sven. Hallo. Ja, du hast es in der Hand. Verbrauchs- und Emissionsangaben. Der neue Hyundai Bayon steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgt unmittelbar vor Markteinführung im Sommer. Genau. Also dann werden wir das Ganze nachliefern. Deswegen gibt es auch noch keinen Preis im Moment. Aber er wird bezahlbar sein. Das kennt man ja von Hyundai. Definitiv. Also wenn ihr Hyundai kennt, wisst ihr, dass Preis-Leistung passen wird. Auch bei diesem Modell. Und wird mit Sicherheit ein Knaller werden auf dem Markt. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Ein echter Knaller, hat er gesagt, der Thomas. Und wenn der das sagt, macht er schon ewig Hyundai, dann mag's stimmen. Das ist jetzt ein Fahrzeug, ich sag mal so, es ist wirklich absolut erschwinglich. Full LED. Ist das so? Genau. Das ist jetzt, was wir hier sehen, die Intro-Edition zur Marktanführung. Der hat Full-LED-Scheinwerfer und hat generell schon ein tolles Ausstattungspaket, auch mit Sitzheizung, mit 17-Zoll Alufelgen. Also auch ein bisschen sportlich aufgehübscht. Vor allem auch dieser höhere Einstieg. Also der Innenraum wird vielleicht vielen vom i20, vom aktuellen Modell, ein bisschen bekannt vorkommen. Und darauf ist er quasi aufgebaut. Also höherer Einstieg, so ein bisschen SUV-mäßig, Mild-Hybrid. Das heißt also, zur Kraftstoffersparnis ist eine kleine Batterie eingebaut, die rekuperiert. Mhm, genau. Das ist also auch nochmal so ein Thema, was wir kennen, die Optik von vorne. Ich zeig's mal gerade. Da ist ja Hyundai unglaublich bekannt für, solche Optiken zu entwickeln. Ziemlich brachial fast, muss man sagen. Also eine absolut neue Form. Ja, die ist komplett neu. Also das Modell gab es auch in der Form, gab es keinen Vorgänger in dem Sinne. Es gab ja den i20, quasi diese typische Kleinwagenklasse. Und da haben wir das Ganze jetzt eigentlich nur ein bisschen verlängert und noch mal ein bisschen höher gemacht für den Einstieg. Ja, wir haben uns ein kleines bisschen verlängert, ein bisschen höher gemacht und raus kam der Bayon. Wir können es mal zeigen. Also 4 echte Türen plus die Heckklappe. Wenn du mal gerade hinten aufmachst, wir schauen mal rein. Denn das ist ja schon hier mit diesem ausgestellten Heck, was mit dabei ist. Es geht ja heute alles. Und hier die Scheinwerfer, guck mal hier. Es kam ja, als der Kona rauskam, das war ja schon ein großer Wurf für euch. Also das von der Designsprache. Ja, das war für Hyundai das erste Lifestyle-SUV. Und wir führen den Trend eigentlich immer noch mal mit jedem neuen Modell fort jetzt. Ja. Also was ganz Neues. Wenn du mal kurz hochhebst. Auch hier den Boden kann man natürlich auch noch mal hochlegen. Ich lege mal gerade hoch, ja, dass wir den schöne niedrige Ladekante haben. So, und das ist die Batterie. Das ist so ein Paket, gell? Genau, das ist die 48-Volt-Batterie. Also das ist wirklich ein kleines Aggregat. Daher auch kostengünstig im Vergleich zum normalen Vollhybriden. Und ja, die schränkt den Kofferraum im Prinzip nicht ein, weil sie eh unten in der Ablage liegt. Also da habt ihr keinen Platzverlust dadurch. Ja, es ist so. Und das heißt also im Autobahnbetrieb ist das vielleicht nicht so spürsam, aber viele fahren ja Stadtverkehr, Stop and Go und so weiter. Ja. Und da merkt man es richtig. Man spricht von den alten Hybriden, von den Mild-Hybriden ungefähr 8%. Was war die Ersparnis? Ja, so ungefähr. Also ich sag mal zwischen 5% und 15%, je nach Fahrzeug und Modell. Aber so in dem Dreh, also man merkt es auf jeden Fall deutlich. Man merkt auch den kleinen Kick beim Beschleunigen, beim Losfahren der unterstützten Verbrenner und das merkst du auf jeden Fall. Ja, ich brauche aber keine, ich sag mal, Nackenstütze anschließend oder ich muss zum Arzt gehen, dass in irgendein Wirbel ausgerenkt ist. Also das heißt, es wird sanft mit beschleunigt per Elektro. Genau, gerade für vom Stand weg zu beschleunigen, wenn da von der Kreuzung mal schnell wegkommen ist, da ist es interessant. Oder für einen Zwischensprint, wenn man mal gerade am LKW vorbei muss, wenn die Straße dreispurig wird. Für sowas ist es eigentlich dann optimal. Ja. Zeig mal gerade das Heck, das ist von unten. Sieht man das auch mal. Das ist jetzt hier dreifarbig insgesamt. Das heißt, der
Stoßfänger hinten plus da diese Kante, die so einen SUV-Look der nochmal zeigt. Ja. Das ist da. Wenn du mal gerade zumachst, schön, schön feste. Ich will mal gerade was hören. Ja. Genau, bitte nochmal. Geil, oder? Ja, da scheppert nichts. Da scheppert gar nichts, oder? Hat schon jemand Bekanntes auf einer IAA mal gesagt, ja? Ja. Schaut mal, da scheppert nichts. Ja. So, da vorne siehst du, DAB Plus ist mit drin. Die Dachreling ist das Show? Nee, die ist Serie. Die ist also ab einer gewissen Ausstattung. Das ist ausstattungsabhängig, die ganzen Features. Aber eher bei dem Intro jetzt und später auch ab der mittleren Ausstattung ist die Serie. Show meinte ich, das ist keine Zierdachreling, sondern da kann man jetzt auch einen Träger drauf machen. Ich sehe gerade hier vorne sind hier die Ausbuchtungen mit drin. Ja, das geht. Ja, ja, da gibt es Trägersystem wie für die meisten Pkw an sich. Genau. So, steig mal gerade hinten ein, Thomas. Deine Größe? Der sitzt jetzt alle schön auf Anschlag. Ja, ist ja nicht schlimm. Da krieg ich immer noch ordentlich Platz. So, oben Kopf, zeig mal. Auch noch deine Größe? Wie groß bist du? Ich bin 1,74. 1,74. So, und das wäre dann, also der ist jetzt wirklich komplett zurück. Ja. Trotzdem geht das noch. Also das wenn, ich zeig mal gerade hier vorne, also weiter zurück geht schon gar nicht mehr. Nee. Sieht man also auch im Vergleich zu dem, wenn du mal gerade auf die andere Seite gehst, ich komme mal von der anderen Seite, da ist der Sitz nicht ganz so weit zurück. Schauen wir uns das mal an. Ja, da hast du jetzt Taxi-Feeling. Massig Platz, ja. Platz. Hier unten ist es da. Er ist ja immer noch Kleinwagen, so muss man sehen. Ja, ja, bevor wir, Thomas, steig mal aus. Mach mal gerade vorne auf, dass wir da mal kurz reinschauen. 5 Jahre Garantie auch? Ja. 5 Jahre Garantie bis 100, was habt ihr? Bis endlos. Ohne Kilometerbegrenzung. Das heißt also, wenn ihr euch an die Wartungsintervalle haltet, dann habt ihr Garantie 5 Jahre lang ohne Kilometerbegrenzung, korrekt? So ist es, genau. Ja. Was ist ein Turbomotor? Anzahl der Zylinder, weißt du das? Das ist ein Dreizylinder, Smartstream, also mit Turbolader, mit diesem Mild-Hybrid zusammen. Und der entwickelt eine schöne Leistung und ist dabei super sparsam. Und über die Verbrauchswerte werden wir uns ja nochmal einlassen. Aber eins ist klar, fast alle Autos, die im Moment rauskommen, neu, sind immer sparsamer wie die Vorgängermodelle. Großes Thema ist jetzt CO2-Strafgebühren, die man zahlen muss, wenn die Autos das nicht einhalten. Ja, bei Hyundai ist es auch so, mit 5 Jahren Garantie, die bauen gute Autos. Klar, sonst würde ich nicht seit 9 Jahren da arbeiten, klar. Ja. Die meisten, was geschieht mit den Autos? Wie lange werden die gefahren im Schnitt? Also im Schnitt, kannst du sagen, im Gewerbebereich circa 3 Jahre und im Privatbereich also auf jeden Fall mal die 5 Jahre, wo die Garantie besteht. Und jetzt haben wir ja seit 2 Jahren die Möglichkeit, diese Werksgarantie nochmal durch eine Anschlussgarantie zu verlängern, die ebenfalls dann ohne Kilometerlimit ist. Das geht bis um 3 Jahre. So, ach, ja. Genau, hast du, wenn du willst, 8 Jahre Garantie und kein Risiko vor ungeplanten Kosten. Ja, man braucht hier keinen Stecker, muss man sagen. Das lädt sich automatisch auf über die Bremsenergie. Wenn du mal gerade so lieb bist, mach nochmal zu. Ja. Gehen wir mal rein, schauen uns das Auto kurz an. Auch hier kann ich nochmal zumachen. Ja, schön satt. Vorne sieht man es auch nochmal, 48 Volt. Da ist es, die Beplankung an der Seite ist denn nochmal da, so dieser SUV-Look. Ich glaube, das ist das, es setzt sich immer mehr durch. Die Seitenführung, Linienführung ist so ein bisschen Coupé-mäßig abfallend. Ja, das soll ein bisschen den sportlichen Charakter unterstreichen. Genauso gut auch nochmal diesen SUV-Charakter, dass man auch schon das Gefühl hat, der ist höher und ich sitze besser drin, steige besser ein und aus. Aber das ist generell so der Trend, der sich im Moment durchsetzt. Guck mal hier die Kante, wie schön das gemacht ist. Also Kanten hat man ja schon immer gehabt, aber jetzt ist nochmal, es geht ja alles hier. Wenn du mal schaust, wie hier die Kante da so reingemacht ist, ja. Ich glaube, da hätte man vor paar Dutzenden von Jahren echte Probleme gehabt, ja, mit den Werkzeugen. Aber heutzutage geht alles. Ja, na klar. Die Pressen, die das herstellen, die sind mittlerweile viel, viel besser. Die Bleche sind dementsprechend auch von der Struktur her, dass das geht. Du siehst zum Beispiel auch dieses Z. Hier ist so eine Z-Form drin, die kennen wir schon vom neuen Tucson. Mhm. Das heißt also, das neue Design setzt sich jetzt auch durch die ganze Modellpalette peu à peu fort. Sehr schön, komm, wir gehen mal rein. Schlüssel hast du? Schlüssel steckt. So, das sind die Sitze. Auch der Sitz ist höhenverstellbar. Ja. Ist so bei dir auch? Ja. Ich guck
mal gerade, das ist das Armaturenbrett. Das kennen wir schon so ein bisschen vom Tucson, haben wir letztes Mal gefilmt. Die neue Formsprache, die da ist, mit diesen durchgehenden, stromlinienförmigen Akzenten, die da sind, setzt sich dann in der Tür fort komplett. Das heißt, wenn das geschlossen ist, ist für die Preisklasse, wir dürfen noch keinen Preis sagen, aber er ist sehr günstig, hat natürlich ein voll digitales Cockpit. Ja, das kennen wir auch schon aus anderen Modellen mittlerweile und ist natürlich auch ausstattungsabhängig. Also es wird für die Basisversion auch ein analoges Tacho noch geben, aber die meisten haben jetzt das Digitale drin. Ist so, und das heißt, auch hier kann ich umschalten. Ja. Das man gerade machst, das ist wahrscheinlich so genauso. Das ist jetzt die Sportvariante? Ja, das war Sport. Jetzt haben wir Eco-Modus, wieder Komfort-Modus und Sportmodus. Und du kannst die natürlich auch unabhängig von der Fahrstufe auch fest einprogrammieren. Das heißt, ich will immer die Optik vom Sportmodus haben. Ja, das Ganze ist dann nochmal gekoppelt über ein Entertainment-System / Auto-Informationssystem. Das sind ja nicht nur noch Radios, sondern die sind fest verbunden mit dem CAN-Bus, können ganz viele Informationen auslösen und auch steuern. Mhm. Dann habe ich eine Klimaautomatik, eine Einzonen-Klimaautomatik? Nee, ja. Zwei. Einzone, ja. Einzone. Das heißt also, links ist Temperatur und die wird vollautomatisch gesteuert. Natürlich eine Klimaanlage mit drin, 12 Volt, Steckdose, USB-Anschlüsse und natürlich unseren 12 Volt Adapter mit drin. Sitzheizung ist integriert, ja. Aber auch Lenkradheizung. Auch Lenkradheizung, genau. Die haben wir auf der anderen Seite am Armaturenbrett. Hier ist genau. So, natürlich aktiver Spurhalteassistent ist mit drin. Der erkennt automatisch, wenn es regnet. Der erkennt, genau, Regensensor, Lichtsensor ist drin, Fernlichtautomatik ist mit drin. Fernlichtautomatik? Ja. Der erkennt also auch automatisch nachts, wenn du auf Automatikmodus fährst, wenn ein Auto vor dir fährt oder wenn ein Auto entgegenkommt und blendet automatisch dann auch das so. Ab den Fernlichter. Das ist der Platz, wenn Papa und Mama dann fährt für die Kinder. Zweimal Isofix natürlich auf den hinteren Sitzen geteilt. Umklappbare Sitzbank. Haben wir Isofix vorne auch? Nee, hinten. Okay. Also für die Babyschale, die macht man dann meistens fest über die Gurte, die da sind. Ich kann aber den Airbag abschalten vorne, gell? Das geht? Den kannst du selbst abschalten, musst aber dazu nicht in die Werkstatt. Das geht gar nach wie vor mit einem Zündschlüssel am Armaturenbrett. Ja, das geht immer. Elektrische Fensterheber, hier vorne hast du so eine Klavieroptik mit drin, du hast auch Moodlight, also so ein Stimmungslicht mit drin. Kann man das programmieren von der Farbe, Helligkeit? Nee, ist beim Bayon wie beim i20 auch festgelegt auf blau. Hier sieht man es vielleicht, ich weiß nicht, ob die Kamera das einfangen kann. Aber ja, man sieht es. Ja? Ist okay. Okay. So, dann Display, zeig mal ein bisschen, was das so kann. Ja, ich habe zum einen DAB Plus Radio. Hab die gängigen DAB-Sender alle zur Auswahl drauf. So, hat ein ganz, ganz gut klingendes Soundsystem. Also es gibt die Option, dass du da Bose reinhaben kannst. Das hat er jetzt nicht drin, aber die Option gibt es auf jeden Fall. Und du hast eine Rückfahrkamera mit drin, die kann ich auch mal eben anmachen. Ja, zeig mal. Das Auto ist schon fertig, oder? Es funktioniert. Also wenn Hyundai irgendwas baut, auf den Markt schmeißt, dann ist das nicht so, dass du das Haus dann trocken wohnen musst, oder? Nee. Das passt alles. Also was auf den Markt kommt, hat schon Hand und Fuß und ist auch ausgiebig von Hyundai selbst getestet. Also nicht der Kunde ist Testfahrer fürs Werk. So, Kennzeichenerkennung ist drin. Mhm. Dann ganz wichtig hier die Batterie. Der Versendemodus ist im Moment noch nicht freigeschaltet, das Fahrzeug. Mhm. Das heißt, der ist noch im Transportmodus. Der würde auch auf der Straße gar nicht schnell fahren können und wird dann von euch aktiviert. Das Lenkrad, wie ist das verstellbar? Das ist zum einen in Längsrichtung verstellbar und auch nach oben und unten. Also auch wie gewohnt bei den anderen Modellen. Komplett individuell anpassbar auf den Fahrer. So, ist jetzt hier mit 6-Gang Schaltgetriebe mit drin. Sehr leise auf der Autobahn, hast du gesagt. Ja. Also der Dreizylinder hörst du kaum. Gibt es auch eine Automatik auf Wunsch später? Es gibt auch ein 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, also sprich auch automatisches Fahren ist möglich. Das haben wir alles mit drin. Gibt auch noch eine 120 PS Version geben. Das ist jetzt der mit 100 PS und 120 mit dem 1 Liter Turbo kommt natürlich auch noch. Kommt auch noch. So, dann mach mal bitte ich sag mal, die Funktion Setup, was ist das? Da kann ich ein paar Sachen einstellen vom Auto? Das ist für die Feineinstellungen vom Gerät, Spracheinstellungen. Du kannst das Handy noch über Wi-Fi verbinden für Live-Services. Du kannst Android Auto nutzen, kabellos.
Du kannst Apple CarPlay kabellos nutzen. Beides kabellos, was ja bei vielen Aufpreis kostet, ja. Geht hier kabellos. Ja. Du kannst aber das Handy auch nur mit Bluetooth verbinden. Das wollen ja auch viele. Die wollen gar kein Android Auto haben, weil du dann mehr machen kannst. Ja. Das ist möglich. Ja, also rundum gelungenes Fahrzeug. Ihr habt euch gefreut, als er kam? Natürlich. Ja, wir hatten ja vorher auch nur ein paar Bilder gesehen und dann ist man immer ein bisschen skeptisch. Als das Auto dann da war, waren wir wirklich alle angenehm überrascht, positiv überrascht vom Design, auch von der Geräumigkeit. Also es ist unheimlich geräumig. Das ist irre viel Platz hier drin. Ja. Also wenn du jetzt siehst, hier mit deinem Meter und 76, was war es? Meter 75. Du musst sogar noch den Sitz ein bisschen vormachen, wenn du jetzt hier bequem sitzen würdest. Wenn ja, also das ist ordentlich jetzt. Ordentlich alles bedienen kann, müsste ich schon noch ein bisschen vorgehen. Also waren es wieder locker 4 Zentimeter weiter. Okay, also machen auf jeden Fall, wenn er dann zugelassen ist, homologisiert, ja, dann machen wir nochmal eine Probefahrt. Dann erfahrt ihr auch nochmal die genauen Verbrauchswerte. Das kommt jetzt. Und ich gehe davon aus, dass im Sommer das Fahrzeug verfügbar ist, also in wenigen Wochen. Ja, ich rechne Juni mit. So ist es. Aber zeigen wollten wir ihn trotzdem mal. Ja, komm, steigen aus. Dann sagen wir noch den Leuten, wo wir sind. Hier noch ein nettes Detail. Natürlich Hochtöner in der Tür mit drin, damit gerade Sprachmeldungen sehr gut auch hörbar sind. Sprache sollte ja auf der Höhe der Ohren sein, damit man es auch gut hören kann. Dann hat der vorne Kamerasystem mit Kennzeichenerkennung. Das ist mit eingebaut. Dieses Fernlicht-Umschalten ist aber kein Matrix-LED-Licht, oder? Nee, das sind normale LEDs. Okay, das heißt, er kennt über die Kamera dann wahrscheinlich, da kommt jemand, blendet ab. Das kann ich aber auch manuell einstellen, oder? Das kannst du auch manuell, klar. Wenn du von der Lichtautomatik weggehst, kannst du das Ganze mal wie gewohnt einfach bei Bedarf an- und ausschalten. So, ja. Der kann die Spur halten. Abstandstempomat hat er aber jetzt nicht per Sensor, oder? Nee. Also Tempomat, ja, Serie, aber den Abstand hält er nicht selbstständig. Ich zeig's mal gerade. Ihr seid einer der ältesten Hyundai-Händler Deutschlands. Ja. So ist es. Auto aus Schumann in Saarbrücken. Habt ganz, ganz viele Hyundais im Moment laufen. Das mit der Garantie noch mal kurz zur Erklärung. Die Wartungsintervalle bei dem, wie wären die ungefähr? Was denkst du? Wartungsintervalle werden wie beim i20 auch alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr sein. Also ja, und die sind auch ganz normal. Die muss ich einhalten. Da gibt es eine kleine Karenz. Aber man muss hinfahren, damit die Garantie auch erhalten bleibt. Ja. Die 5 Jahre sind auch übertragbar auf den nächsten Käufer? Die sind natürlich übertragbar, klar. Die gelten aufs Fahrzeug, also unabhängig vom Halter, die gelten aufs Fahrzeug. Ja. Gibt es eine Servicepauschale? Habt ihr sowas? Also, dass ihr sagt, zum Beispiel, der Service ist inkludiert, wenn der Kunde XY zahlt im Monat? Haben wir jetzt bei verschiedenen Motorisierungen, also bei ihm gibt es das auf jeden Fall auch, wird es so ungefähr bei 960 Euro liegen für die erste. Einmalig? Einmalig für 5 Inspektionen, genau. Okay, super. Ja, vielen, vielen Dank. Thomas Jacobs, wir sind beim Auto aus Schumann in Saarbrücken und ja, wenn Sie Lust haben, kommen Sie vorbei. Probefahrt, ist das jetzt schon möglich oder ist erstmal nur schauen wegen der Zulassung? Im Moment nur schauen, aber ich bin zuversichtlich, dass ab Juni auch Probefahren möglich sein wird. Ja. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.